herzlich willkommen bei www.seereisenmagazin.tv. Mein Name ist Ludi Spreyer und ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam durch die Welt der Kreuzfahrten reisen zu dürfen. Ich bin an Bord der MS Buga Koblenz 2011 und genieße die Fahrt von Koblenz nach Cochem. Die MS Buga Koblenz 2011 besticht durch ein sehr modernes, yachtähnliches Äußeres und ist die ganz offizielle Botschafterin für die Bundesgartenschau in Koblenz in diesem Jahr. Unser TV-Team hat sich an Bord ein bisschen umgeschaut. Viel Spaß! Tatsächlich, beinahe wie eine Yacht erscheint sie auf den ersten Blick, die MS Buga Koblenz 2011. Besonders auffällig wird das Passagierschiff durch die markante Farbgestaltung, die sie speziell für die Bundesgartenschau in Koblenz erhalten hat. Erst Mitte der 90er Jahre erbaut, fuhr sie zunächst unter dem Namen Warsteiner Queen. Ihr Schwesterschiff Warsteiner ist ebenfalls auf dem Rhein ein sehr beliebtes Ausflugsschiff. Und später fuhr sie unter dem Namen Jeverland. 2009 erfolgte die Taufe auf den heutigen Namen. Mit 53 Metern Länge und nur 11,4 Metern Breite ist das Tagesschiff schlank genug, um diverse Schleusen problemlos zu passieren. Zugleich bietet es genügend Raum für rund 200 Gäste, die bei schönem Wetter auf den offenen Decks oder, falls sie sich mal eintrüben sollte, durch die Panoramafenster der Salons die Aussicht auf die Mosel genießen können. Die MS Buga Koblenz 2011 fährt für die allgemein KD genannte Flussflotte. Genauer gesagt die Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschifffahrt AG, die älteste Aktiengesellschaft Deutschlands. Die KD ist vermutlich die erfahrenste Flussschifffahrtslinie der Welt, denn sie befördert bereits seit 185 Jahren ihre Gäste auf dem Rhein. Die KD war auch der Pionier für Flusskreuzfahrten. Bereits 1960 beginnend bauten sie das allererste Flusskreuzfahrtschiff. Wie eine kleine Flusskreuzfahrt genießen die Gäste auch die Tagesfahrten an Bord der Buga Koblenz 2011. Koblenz, der Schiffsname verrät es, ist als die Stadt mit der Bundesgartenschau Ausgangsort für eine Tagestour. Fast täglich legt das freundlich elegant ausgestattete Ausflugsschiff morgens nahe des berühmten Deutschen Ecks ab, um dann die Mosel flussaufwärts entlang malerischer Ortschaften und mit Weinbergen überzogenen Ufern flussaufwärts zu fahren. Die Route endet in Cochem, wo das Schiff am Nachmittag festmacht, um dann wenig später mit der Rückfahrt in den Abend hinein den Tagesausflug perfekt zu machen. So erleben die Passagiere der MS Buga Koblenz 2011 eine kleine Kreuzfahrt zwischendurch. Bei leckeren Häppchen und Sekt hatten sich viele Gäste an der ehemaligen Nizza-Werft vor der Skyline am Main eingefunden, um bei bestem Frühlingswetter dabei zu sein, als die Reisebürokauffrau Stefanie Pauli das neueste Flusskreuzfahrtschiff der TUI auf den Namen Allegra taufte. Allegra heißt die Fröhliche. Die Fröhlichkeit, die das Flusskreuzfahrtschiff bereits im Namen trägt, überträgt sich ganz schnell auf die Gäste der MS Allegra, die aufgrund der besonders schönen Ausstattung den Urlaub in vollen Zügen genießen können. Einmal zur Kabine begleiten. Danke. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Einen schönen Aufenthalt hatten die ersten Gäste an Bord der MS Allegra mit Sicherheit, als sie als erste den Neuzugang in der TUI Flussgenussflotte in Augenschein nehmen konnten. Rund 180 Gäste finden in den 89 Kabinen Komfort und dazu ein sehr angenehmes Lifestyle-Ambiente. Die 12 bis 15 Quadratmeter großen Kabinen sind mit einem geschickt konzipierten Bad ausgestattet und verfügen neben den in dieser Kategorie üblichen Einrichtungen auch über Flachbildfernseher und für den virtuellen Gruß nach Hause sogar über einen WLAN-Anschluss.
Die meisten Kabinen der oberen Decks verführen mit ihren französischen Balkonen. Nachdem die TUI mit Flussgenuss ihre Schiffe besonders für Menschen konzipiert, die Erlebnis mit Erholung und Aktivität kombinieren wollen, ist auch die TUI Allegra mit einem modernen Wellnessbereich ausgestattet. Der Whirlpool, Wärmeliegen und die Cardio-Fitness-Geräte warten genauso auf die aktiven Genussreisenden wie die Sauna mit Meerblick auf den Fluss. Während die für die Schiffstaufe präparierte Champagnerflasche auf ihren Einsatz wartete, konnten die Premierengäste zunächst noch die weitläufigen öffentlichen Bereiche inklusive Lido-Terrasse, Raucherlounge und Vinothek des 4-Stern-Plus-Schiffes kennenlernen. Typisch für einen durch die Premicon AG gebauten Flusskreuzer ist das Twin-Cruiser-Konzept, bei dem durch den am Heck separat angekoppelten Antriebsbereich ein besonders geräusch- und vibrationsarmes Reisevergnügen gewährleistet werden soll. Vor gut einem Jahr, 1. April letzten Jahres, haben wir den Medien kommuniziert, die TUI steigt jetzt massiv in das Flusskreuzfahrtgeschäft ein und viele haben es als April-Scherz abtun wollen. Aber wie Sie sehen, ein April-Scherz war es nicht, ganz im Gegenteil. Wir sind von der Zukunft dieser Reiseform doch sehr überzeugt. Der eine andere mag sagen, warum haben wir so lange gebraucht, um zu verstehen, dass Urlaub auf dem Wasser nicht nur Urlaub auf dem Meer bedeuten muss. Schließlich haben wir mit Hapag-Lloyd Kreuzfahrten quasi auch Albert Barlin in unseren Reihen, der einst 1891 die Kreuzfahrt erfunden hat. Pünktlich zur Sommersaison 2011 legen wir mit unserer neuen Produktlinie TUI Flussgenuss ab. Neben unserer heutigen Hauptdarstellerin, der TUI Allegra, werden wir in diesem Monat auch noch das Schwesterschiff, die TUI Melodia, taufen. Die Sonata, TUI Sonata schwimmt schon seit August letzten Jahres, die Maxima, TUI Mozart und auch die Premicon Queen sind schon für uns unterwegs. Damit bietet TUI Flussgenuss die komfortabelste Flotte auf Europas Flüssen. Wenn wir heute hier am Altstädter Mainufer, an der historischen Nizza Werft am Mainkai, dem eigentlich ältesten Hafen der Stadt, die Taufe der Allegra feiern, erklärt es sich schon fast von allein, warum Flusskreuzfahrten ein Erfolgsmodell sind. Die Kunden wollen auch auf dem Fluss den gleichen Komfort und Service wie in einem Ferienresort, zum Beispiel am Mittelmeer. TUI Flussgenuss steht deshalb für Urlaub auf hochmodernen Schiffen. Dazu zählen an Bord zum Beispiel Kabinen mit französischem Balkon, Bäder mit Tageslicht, entspannen in der Lounge oder im Wiener Café, Erlebnisse austauschen in der Vinothek, Sport, Yoga und Wellness genießen oder natürlich entspannen auf einem herrlichen Sonnendeck an Tagen wie heute. Und vor allen Dingen, um sich durch eine fantastische Küche an Bord deutlich verwöhnen zu lassen. Flussgenuss mit der TUI steht aber auch für einen künftigen Trend in der Touristik. Entschleunigung. Sich treiben zu lassen mit der naturgegebenen Geschwindigkeit des Flusses, sich entspannen und einen persönlichen Rhythmus zurückzugewinnen. Wir wollen heute feierlich den Stapellauf für den weiteren Ausbau der TUI Flussflotte begehen. Gleichzeitig geben wir damit auch ein Signal an die Reisebüros, damit unserem Qualitätsversprechen, unserer modernen Flotte, der hohen Gästezufriedenheit und nicht zuletzt mit dem hohen Interesse der Bundesbürger an Flusskreuzfahrten, dies auch eine Chance für den Vertrieb. Auch deshalb haben wir uns bewusst dafür entschieden, eine Kollegin aus dem Reisebüro als Taufpate zu ehren. Gemeinsam mit der Fachzeitschrift Touristik Aktuell haben wir Frau Stefanie Pauli als Taufpatin gewinnen können. Ich bin ein wenig neidisch. Sie wird die Patin und somit der Glücksbringer der TUI Allegra sein und gleichzeitig auch für hoffentlich sehr viele glückliche und zufriedene Urlauber an Bord sorgen. Also freuen wir uns jetzt gemeinsam auf die Taufe der TUI. Aber bevor es losgeht, freue ich mich, noch einmal das Wort an Herrn Pfarrer Kästner zu übergeben, der jetzt die Mannschaft dieses Schiffes segnen wird. Herr unser Gott, wir bitten dich für die Menschen, die mit der Allegra verbunden sein werden, als Mannschaft, als Passagier, als Verantwortliche auf dem Fluss,
und an Land. Gib zu ihrem Wollen dein Gelingen und segne und behüte sie. Der Herr segne euch. Er gebe euch Schutz und Schirm vor allem Bösen und Kraft und Hilfe zu allem Guten, dass ihr bewahrt bleibt und behütet und gesegnet. Amen. Du wunderschönes Schiff, ich wünsche dir, deiner Besatzung und deinen künftigen Passagieren allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ich taufe dich auf den klangvollen Namen Tui Allegra. Nachdem das Zerschellen der Champagnerflasche am Rumpf der MS Allegra dem Kreuzfahrtneuling viel Glück bescheren soll, konnte die Besatzung mit berechtigtem Stolz die TUI-Flagge hissen. Die geladenen Gäste folgten der Aufforderung, die Fröhliche in aller Fröhlichkeit zu feiern und das Schiff ganz der eigentlichen Bestimmung entsprechend als TUI-Flussgenuss zu erleben. Im folgenden Beitrag über Norwegen, das herrliche Land der Trolle, Fjorde und der Mitternachtssonne, werden auch Sie von den faszinierenden Aufnahmen verzaubert. Die Küste Norwegens wird das ganze Jahr über von sehr vielen Kreuzfahrtschiffen befahren. Eine tolle und sehr entspannte Art, die norwegische Küste kennenzulernen, ist einfach an Bord zu sitzen und die Mitternachtssonne zu genießen. Wir möchten Sie nun im folgenden Film, der uns vom Tourismusboard Visit Norway zur Verfügung gestellt wurde, von der Faszination Norwegens überzeugen. Außerdem hatte unser Produzent Fred Weidler, Valmida, die Möglichkeit, ein Interview mit dem Schiffseigner Gerard Allard zu führen. In diesem Sinne, viel Spaß und gute Reise. Oder, wie der Norweger sagen würde, Mie moro og god tur. Norwegen ist Faszination. Norwegen ist Faszination der Berge, des Wassers. Norwegen ist aktiv, aktiv auf dem Wasser, in den Bergen. Norwegen ist Genuss. Genuss aus dem Wasser, aus dem Meer, aus den Seen. Genuss auf dem Teller. Norwegen ist historisch,
und vergnüglich. Norwegen ist Naturschauspiel. In den Fjorden, vor den Inseln, am Polarkreis. Norwegen ist Tradition und Moderne. Norwegen ist atemberaubend und energiespendend. Norwegen ist Farbe. Farbe der Natur, Farbe des Lebens. Norwegen ist hoch, ist ganz oben. Norwegen ist grün, ist sauber, ist rein. Norwegen ist Sport, ist Erlebnis, ist Entdeckung. Norwegen ist Reisen. Reisen auf dem Wasser, Reisen auf dem Land. Norwegen ist Kunst, Kunst der Natur, Kunst der Kultur.
Norwegen ist Winter. Norwegen ist Wintersport. Norwegen ist Faszination. Norwegen ist Ihr Urlaub. Wie Sie wissen, liebe Zuschauer von seereisenmagazin.tv, stelle ich Ihnen immer in lockerer Folge jemand hinter den Kulissen vor. Diesmal stimmt es nicht ganz. Er ist Schiffseigner und derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass es nach vorne geht, sprich, dass das Schiff fährt. Gerard Allert darf ich hier begrüßen. Wo kommt der Name her? Der Name kommt von meinen Vorfahren, die aus Frankreich stammen. Allerdings liegt es schon einige Generationen zurück, also nicht neuerdings. Wie lange sind Sie denn schon stolzer Besitzer eines Schiffs? Seit 1999, also jetzt seit 12 Jahren. Was haben Sie für ein Publikum? Vorwiegend deutsches Publikum auf der Mosel und davon möchte ich sagen 80% Rentner. Jetzt haben Sie auch ein richtig, wie ich gefunden habe, schmackhaftes Programm. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken. Wer ist dafür verantwortlich? Gibt es sowas wie einen Küchenchef? Es gibt einen Küchenchef, eine Köchin und Einkauf und die Organisation, alles obliegt auch mal in meinen Händen. Gibt es auch so Sonderfahrten wie zum Beispiel zu Weihnachten oder Silvester? Wir machen Sonderfahrten jeglichen Anlasses, also das Schiff ist zu mieten für Firmen, für Geburtstage, Hochzeiten. Und dann gibt es die obligatorischen Sonderfahrten zu den Feuerwerken rein in Flammen oder wie gesagt auch zum Silvester. Was muss man denn bei so einer Fahrt wie rein in Flammen beachten? A, ist es dunkel, das macht jetzt momentan nichts, es ist live, das lassen wir einfach so. Wer hat Sie gerufen? Die Schleuse, nee, im Moment macht die Revierzentrale Oberwesel eine Durchsage. Da kommen so alle Stunde Nachrichten für die Binnenschifffahrt. Daran sehen Sie, liebe Zuschauer, das Ganze ist tatsächlich live und das Schiff fährt, obwohl er ein Interview mit mir gibt. Ist das eigentlich sehr problematisch? Ist das alles automatisch hier? Nee, wir fahren noch von Hand. Allerdings kann man sich auch mal unterhalten, so ist es nicht. Jetzt wollte ich Sie fragen zu diesen Feuerwerken. Also im Dunkeln ein Schiff übers Wasser zu fahren und dann noch den Gästen dieses Riesenfeuerwerk zu bieten, was muss man da beachten? Als Schiffsführer in dem Moment eigentlich nichts anderes wie am Tag auch. Ne? Man hat die Ortskenntnis, die Kenntnisse des Gewässers und dann nachts zur Unterstützung noch das Radar. Was muss man eigentlich, wenn man jetzt jemand anlernen möchte, beachten? Muss man den Fluss kennen? Muss man die Hindernisse kennen? Auf was muss man sich einstellen? Man muss den Fluss kennen, man muss die Strömungsverhältnisse kennen. Jeder Tag bringt andere Windverhältnisse mit sich, andere Wasserstände. Die Schiffsbegegnungen sind doch täglich anders und auf diese Punkte muss man sich dann einstellen, jeden Tag auch aufs Neue. Ne? Ich bedanke mich, dass Sie sich auf uns eingestellt haben, auf unser Team. Was sagt man da, gute Fahrt oder viel Wasser und am Kilo, wie geht das bei euch? Eine Handbreit reicht uns dann. Eine Handbreit Wasser und vielen Dank und alles Gute. Liebe Zuschauer von www.seereisenmagazin.tv, dies war meine erste Moderation und ich hoffe, Ihnen hat es genauso gut gefallen wie mir und dass wir uns bald wiedersehen, wenn wir auf große Fahrt gehen mit www.seereisenmagazin.tv.